Hallo, ich bin Christoph Seifert von der MDM der Deutschen Münze. Normalerweise, wenn wir uns sehen, geht es ja eher um Münzen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was hat denn das Brot im Bild zu suchen? Dieses schöne Mischbrot habe ich mir heute auf dem Weg zur Arbeit beim Bäcker meines Vertrauens geholt. 3,20 Euro. Vor ca. 100 Jahren wäre ich für den Betrag nicht mal eine Scheibe weit gekommen. 1923, zu Zeiten der Hyperinflation, kostete ein Brot bis zu 105 Milliarden Mark. Man muss bedenken, eine der Folgen des Ersten Weltkrieges waren sehr hohe Reparationszahlungen. Diese stürzten die Deutschen in die nächste handfeste Krise. Diesmal war es eine Währungskrise. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema. Notgeld zu Zeiten der Inflation. Die deutsche Währung kollabierte völlig. Die Preise für Dinge des täglichen Bedarfs stiegen in schwindelerregende Höhen. Die Hyperinflation war einer der absoluten Tiefpunkte aus der Zeit der Weimarer Republik. Sein Portemonnaie konnte man für den Einkauf damals ganz getrost zu Hause lassen. Denn für Banknoten in dieser Größe brauchte man eher Wäschekörbe, Säcke, was immer man gerade zu Hause hatte für den Transport. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich das letzte Mal einen 100-Euro-Schein in der Hand gehalten habe. Damals war es völlig normal, 20 bis 50 Millionen Mark dabei zu haben. In Berlin kostete zu dieser Zeit im Juni der Liter Milch 1440 Mark. Im Dezember, ein halbes Jahr später, waren wir schon bei 360 Milliarden angekommen. Ist natürlich nicht verwunderlich, dass alltägliche Dinge wie Milch, Eier, Brot dadurch leider auch vom Speiseplan der Leute verschwinden musste. Die Vielfalt an Form, Farbe, Material, Gestaltung, das ist ein echter Hinguck an jeder Sammlung. Für die großen Aha-Momente sorgen natürlich auch die kuriosen Nominale, ähnlich wie bei den Banknoten. Und wirklich schwindelerregend hoch waren auch die Zahlen auf den Münzen. Manchmal auch krumm, von der Viertelmillion bis zur Billion. Dass man zum Stopfen der Löcher noch mehr Geld in Umlauf brachte, nützte im Prinzip gar nichts. Zumal die Reichsdruckerei eh kaum hinterherkam. Landesweit mussten zahlreiche Druckereien unterstützen und selbst die Meißner Porzellanmanufaktur half kurzzeitig aus. Mangels Münzmetallen entstanden dort einfach Porzellanmünzen. Mit ganz schlichten Motiven aus Leben, Natur und Arbeitswelt. Heute sind das ein paar echte Exoten im Notgeld. Einige Nominale veredelte man mit goldfarbenen achteckigen Münzrändern. Auch nach nur 2 Jahren hielten auch diese der Geldentwertung nicht mehr stand. Pfennigmark und Münzen waren im Alltag einfach überholt. Im November 1923 kam endlich der rettende Neuanfang. Die als Übergangswährung konzipierte Rentenmark wurde im Verhältnis 1 zu 1 Billion eingeführt. Man merkt also ganz klar, wie ausgelaugt die Währung zu der Zeit war. Gedrosselte Umlaufmengen, ein strikter Sparkurs und die Wirtschaft konnte sich langsam wieder erholen. Kurze Zeit später löste die neue Reichsmark die Rentenmark auch ab und es kam endlich wieder zur Stabilisierung. Es kam eine neue Zeit. Wir nennen sie heute die goldenen 20er. Aber das ist ein Kapitel für sich, wo wir gerne ein anderes Mal drüber sprechen können. Liebe Sammler und Geschichtsinteressierte, die Numismatik stellt eine sehr eigene Form der geschichtlichen Dokumentation dar. Münzen und Banknoten spiegeln seit jeher die Gesellschaft, vor allem aber auch die gesellschaftlichen Verhältnisse ihrer jeweiligen Zeit wider. Im Guten, manchmal aber auch im Schlechten. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, schauen Sie gern auf unserer Seite der Hyperinflation vorbei. In unserer Themenwelt haben wir viele Informationen für Sie zur Verfügung gestellt. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Machen Sie es gut, Ihr Christoph Seifert.